Also wer ist dieser Mann, mit dem Jakob gerungen hat, mit dem Israel hier gerungen hat? Wer ist das? Nun, ich würde sagen, dass es der Herr Jesus Christus ist. Um gleich dir die Antwort zu geben. Natürlich spricht die Bibel das nicht eindeutig mit eindeutigen Worten aus dem Alten Testament. Denn im Alten Testament war der Name Jesu noch nicht offenbart. Deswegen, Jakob fragt den Mann nach seinem Namen und er gibt ihm keine Antwort darauf. Nicht wahr? Lass uns das nochmal lesen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen, Vers 30. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und wir bekommen keine Antwort. Warum? Der Name Jesus war noch nicht geoffenbart im Alten Testament. Aber warum sage ich jetzt überhaupt Jesus, dass das Jesus war? Nun, offen gesagt natürlich, wie gesagt, die Bibel sagt uns das nicht schwarz auf weiß, dass es Jesus war. Aber ich glaube, dass doch sehr vieles darauf hindeutet. Wie schon gesagt, niemand kann Gottes Angesicht sehen, ohne zu sterben. Nicht wahr? Aber doch lesen wir davon, dass Jakob Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Doch lesen wir davon, dass Mose von Angesicht zu Angesicht und von Mund zu Mund mit dem Herrn gesprochen hat, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Doch sehen wir im Neuen Testament, dass Menschen Gott sehen, weil sie den Herrn Jesus Christus sehen. Und die Bibel sagt, dass niemand Gott jemals gesehen hat, aber ich versuche das ungefähr zu zitieren, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Über wen? Über Gott, den Vater. Also wenn wir von Gott reden, dann ist manchmal auch ganz einfach Gott der Vater damit gemeint. Deswegen heißt es oftmals der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Okay, sind damit zwei Personen gemeint? Nein, es ist dieselbe Person gemeint, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn das Wort und, das ist nicht unbedingt immer eine Aufzählung. Mit dem Wort und sagt man auch manchmal dasselbe, nur anders ausgedrückt. Also der Gott und Vater, das ist keine Aufzählung, sondern damit wird gesagt, Gott der Vater. Ja. Also oftmals wird für die erste Person der Dreieinigkeit, für den Vater auch ganz einfach, Gott gesagt. Und der Kontext macht das klar, wenn es eben zum Beispiel heißt, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Okay, aber Jesus Christus ist Gott, das lehrt die Bibel eindeutig. Also was damit gemeint? Niemand hat jemals Gott den Vater gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wie Aufschluss gegeben? Nun, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Solche Aussagen finden wir ziemlich oft im Johannesevangelium, nicht wahr? Also, wie kann jemand am Leben bleiben, obwohl er Gott gesehen hat? Indem er den Herrn Jesus Christus gesehen hat. Das ist die einzig logische Lösung für dieses Problem. Und das ist eine Lehre, mit der sich, habe ich den Eindruck, einige Christen schwer tun. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das vielleicht etwas mit Dispensationalismus zu tun hat oder mit welcher komischen Lehre das auch zu tun hat, aber ich habe den Eindruck, das habe ich ein paar Mal erlebt, dass Christen sich damit schwer tun. Ich hatte es auch mal damals, schon vor etlichen Jahren, in der evangelischen Kirche, in der Gemeinde, in der ich ursprünglich war, jemandem erzählt, haben davon erzählt, so ja, wenn jemand Gott gesehen hat im Alten Testament, dann war das wahrscheinlich der Herr Jesus Christus. Und der hat dann so verwundert reagiert so, und den Pfarrer gefragt, so, der Anselm hat das und das gesagt, so als sei das irgendwie eine komische Irrlehre oder irgendwas. Aber stell dir einfach die Frage, wie kann man Gott sehen? Wie konnte Jakob sagen, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber es ist nicht nur Jakob, der das sagt, es ist nicht einfach seine eigene Meinung, mit der er vielleicht falsch liegt. Nein, nein, es ist richtig, was er sagt. Vers 29, dein Name, das ist jetzt der Mann, der spricht, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Okay, also Gott ist ihm erschienen. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Und manche Leute tun sich irgendwie schwer damit, warum auch immer, aber es gibt weitere Beispiele dafür in der Bibel. Und ich will auf diese Stelle eingehen, weil es einfach ein Phänomen ist, das wir öfters sehen im Alten Testament. Jemand hat Gott gesehen. Dabei sagt die Bibel aber, dass Gott niemand sehen kann, ohne zu sterben. Niemand hat jemals Gott gesehen und so weiter. Wie finden all diese Aussagen, wie passt das zusammen, indem man den Herrn Jesus Christus gesehen hat? Der Herr Jesus Christus ist wahrscheinlich schon im Alten Testament erschienen. Manchen Leuten. Ohne dass sie wussten, dass er Jesus heißt. Dass er der Messias ist. Ohne dass sie das unbedingt wussten. Aber lass mich dir ein anderes Beispiel geben. Der Engel des Herrn erscheint Manoach, dem Vater Simsons. Und Manoach fragt nach seinem Namen. Und rate mal was, er bekommt keine Antwort. Er erfährt den Namen nicht.
dasselbe Phänomen. Jakob fragt nach dem Namen des Mannes, bekommt keine Antwort. Einfach nur diese Frage zurück, warum fragst du nach meinem Namen? So, wow. Warum? Weil der Name Jesus damals noch verborgen war im Alten Testament. Und wie gesagt, ich meine, wenn du das anders siehst, ich denke, das ist völlig in Ordnung, aber ich denke, dass das die logischste Erklärung ist. Die Bibel spricht es natürlich nicht schwarz auf weiß aus, dass es Jesus war, der erschienen ist, aber nur so macht es wirklich Sinn, denn niemand kann Gott den Vater sehen. Aber den Herrn Jesus Christus, den konnte man sehen, nicht wahr? Hunderte Menschen haben Gott gesehen, auf diese Art und Weise. Aber der Engel des Herrn erscheint Manoach. Manoach fragt nach dem Namen des Mannes, des Engels. Und natürlich könnte man sagen, ja okay, da heißt es aber Engel des Herrn. Aber Engel bedeutet wirklich im Grunde genommen einfach nur Botschafter. Das ist alles, was Engel bedeutet. Ja, also wenn Leute den Engel des Herrn gesehen haben, in einigen Fällen konnte das vielleicht der Herr Jesus Christus sein. Die Bibel sagt uns das nicht eindeutig, aber wir sehen hier dasselbe Phänomen. Er fragt nach seinem Namen, er bekommt keine Antwort. Warum? Höchstwahrscheinlich, denke ich, deshalb, weil der Name Jesus im Alten Testament verborgen war. Lass mich dir ein anderes Beispiel dafür geben, Sprüche 30, Vers 4, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Also, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Okay. Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Also, es ist eindeutig, um wen es hier geht. Es geht um den Herrn, allgemein gesprochen. Es geht um Gott. Und Juden, die natürlich ablehnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sie haben eigentlich keine Chance, diesen Vers abzulehnen und zu sagen, dass es hier nicht um Gott ginge. Dann heißt es nämlich weiter, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Also, wir finden hier einen eindeutigen Vers im Alten Testament, der lehrt, schwarz auf weiß, dass Gott einen Sohn hat. Eindeutig. Und ich frage mich, wie Juden um diesen Vers herumkommen. Die Frage habe ich mir schon öfters gestellt, weil es einfach so eindeutig ist, dass es hier um den Herrn geht. Ich meine, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasst den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Mit anderen Worten, wer hat die Erde geschaffen? Okay, es ist der Herr. Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Und damit kann nicht Israel gemeint sein, irgendwie Israel, der Knecht Gottes. Denn der Name Israel ist wohl bekannt und war zu Zeiten des Alten Testaments natürlich wohl bekannt. Aber welcher Name war nicht bekannt? Der Name Jesus.